Servus Community, wir sind wieder unterwegs in Beyond the Soul und nachdem wir ja das letzte Mal als jugendliche Kind diesen Riss geschlossen haben, haben wir jetzt wieder einen Zeitsprung gemacht zu dem Zeitpunkt, wo wir das Inferno verursacht haben, knapp danach und scheinbar, ja, wir sind ja entkommen, das hat funktioniert, haben aber viel verbrannte Erde hinterlassen, ja, das heißt, es hat auch Opfer gegeben und nicht nur eines. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie diese Story sich weiterentwickelt und ob wir vielleicht doch unseren Frieden finden und es zu einem Happy End kommt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. So, dann schauen wir mal. Ja, es ist kalt, definitiv schweinekalt und wir sind alleine. Außer Eden natürlich. Eden ist auch bei uns. Aber ja. Allzu leicht wird das Ganze nicht. Natürlich sucht man auch nach uns. Das darf man auch nicht vergessen. Weil was da abgegangen ist in der letzten Folge war halt echt heftig. Also in dieser einen Folge, wo wir da wirklich gefightet haben. Wir mussten aber auch. Es ist nicht anders gegangen. Leider. Aber jetzt bei dieser Kälte wäre halt ein Unterschlupf sehr gut. Oh. Noch nicht ganz klar, was ich da jetzt genau machen soll. Ah, vielleicht muss ich den aufmerksam machen. Du sollst herkommen. Nein! Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan.
Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Na komm, ich meine Kaffee. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind es jetzt schon 3 Jahre. Boah. Und so hilfsbereit eigentlich. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern, durchgeknallter Freund, sowas? Nein, ich sag dir die Wahrheit, der hat uns gerettet. Nein, nichts an der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Junge, nicht nur einen. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Ich finde, der hat sich die Wahrheit einfach verdient. Ich habe nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Das ist ein guter Mensch. Derzeit. Ich muss schon sagen, ja, so hilfsbereit. Also gibt es aber noch andere, ja. Von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich! Hi! Hi! Oh, die ist schwanger. Oi, oi, oi. Na super. Geschichte, wo man die... Ich habe die Ergebnisse der Tests, Dan. Oje, da ist die Frau gestorben an einer Krankheit. Vermutlich. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben.
Okay, trinkt ein bisschen viel, aber er ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halte dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thirsty, sie ist schwanger. Armes Ding. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Solche Leute helfen immer eher wie irgendwelche Reichen oder so. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Und auch hier. Da gibt es nur das Feuer. Aber sonst sehe ich da jetzt keine Interaktionsmöglichkeit. Und geredet haben wir mit ihr. Dann schauen wir noch zu dem, der so viel trinkt. Vielleicht können wir da noch was. Ah. Okay, das könnte irgendwann einmal notwendig werden. Nee, das nicht. Oh, nee, das tun wir nicht. Vergiss es. Sicher nicht. Schauen wir mal, können wir mit denen reden? Okay, da können wir sich auch nur wärmen. Gut, das haben wir mal. So, kann ich da theoretisch auch rausschauen, oder? Würde mich aber kurz interessieren. Okay, da sind wir. Das ist natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Oder müssen wir überhaupt raus? Ich bin mir nicht so sicher. Da ist unser Vorrat schon leer. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen das besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komme mit. Ja, wahrscheinlich im Bildschirm. Ja, die Frage ist, wie reagiert der, wenn er weiß, was wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Gemacht haben, wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Boah. Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Mir ist so kalt. Ja. Hey, Stan. Ich
glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Natürlich jetzt gar nicht sagen, was genau und wie wir da genau machen müssen. Ich meine, ich weiß schon, wir müssen die 5 Dollar besorgen. Hm, Burger klingt gut. Oder doch Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Fragen kann ich scheinbar keinen. Dahinsetzen. Ich habe gesagt, wenn es ihm nicht passt, soll er gehen. Und dann? Ah, dann war Ruhe. Sein Platz. Geschieht ihm recht. Wir machen das mit Nett natürlich. Das ist klasse. Hier. Okay. Ich weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir da. Vielleicht kann der Eden da bloß rausholen. Wir können das nicht machen, Eden. Ich bin kein Dieb. Okay, dann lassen wir es liegen. Jetzt brauchen wir rechts. Und schauen wir weiter. Da braucht man nicht, sagt wieder. Nein, wir lassen das liegen. Das ist. Ach Gott, das. Das nervt. Weil eigentlich sollten wir es nehmen, das Geld. So, wo können wir dann noch hingehen? Kann man da über die Straße gehen? Aber da hat es jetzt umgedreht. Im Prinzip könnte man ja das Geld nehmen, ja. Es ist schweinekalt und. Aber wir werden versuchen, das so zu kriegen. Gehört ihr dir? Ja. Aber heute frieren einem die Finger ab, habe ich gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Probieren wir es. Vielleicht können wir ein bisschen was spielen. Wie gesagt, stehlen werden wir da jetzt sicher nicht. Das mag ich gar nicht. Thank you.
Warum? Verstehe ich nicht. Ah, okay, da muss man halten. Sorry, I cut through the bone. Make it hard to leave you alone. To leave you here wearing your wounds, waving your guns at somebody new. Oh, baby, you're zuhören und nichts hergeben. Und jetzt ist Nacht auch schon. Gib ihm was. Nein. Danke. Wir haben genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße, Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Hoffentlich holt er wirklich Essen. Ich kann jetzt da gar nichts machen. Derzeit. Na, ich kann nicht gehen. Was haben wir denn hier? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Hey, ich bin super. So, jetzt knallt. Ja, ist schon dabei, Mann. Fuck. Ich bin da. Voll eingeknallt. Er ist noch zu schwach, ey. Ich muss das selbst tun. Aiden, willst du nicht ein bisschen was tun? Hör ab, dann passiert euch nichts. Schau mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. So, du reiches Arsch. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, ja, du bist klar. Verschissenen Mist. Wo ist er eben? Scheiße. Geh, das nervt. Haus nieder, du bist, hast das hier eh Ausbildung. Das Messerstück ist krank! Du
Wir sehen uns später, Mist. Verdammt, ich hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Nein, wir haben auch das Messer nicht genommen. Bleib, wo du bist. Okay, Leute. Komm zum Essen. Genau, geh was essen, ist viel besser. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Kanntest du die Kerle? Ja, die sind hier bekannt. Die Kids suchen hier nur nach einfachen Opfern. Sie haben Smartphones mit Kameras und sie reißen wohl mal gern die Schnauze auf. Wollen vor ihren Freunden angeben. Mieser, verschissener Wichser. Einmal war ich dran. Hab mich noch nicht ganz erholt. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Boah. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Rogen. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Oh. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden und er ist immer bei mir. Er ist doch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Gar nicht demonstrieren oder so. Oh, mein Jimmy. Was machst du? Vertrau mir.
Jody, alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Oh, der Geist von der Nancy. Es ist wow. Hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Ach, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Verdammtes Wunder. Jody? Danke. Kann ich mir nicht helfen? Tuesday, ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Oh nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch, ganz ruhig und halt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los, Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine. Warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Jody, komm schon. Ja, ich weiß nicht, ich kann glaube ich nicht rennen. Nicht. Nee, die rennt nicht. Jetzt geht's ein bisschen schneller, die Jodie. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein. Komm! Ja, wenn da in den Supermarkt rein. Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es na, muss komm, doch komm. Gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Natürlich. Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Ach.
Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Noch nicht den Alarm. Warte kurz. Haben wir noch was vergessen? Natürlich, das deppert ein Alarm. Haben wir noch was vergessen? Ja, ein Alarm. Okay, Alarm aus. Das spart uns nachher noch Ärger. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? So. Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Super. Sollte sie nicht mithelfen? Ja. Ich habe so viel ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Huch. Zumindest Alarm haben wir keinen ausgelöst. Das ist mir sicher mal am Vorsprung. Aber die hatte die Vision von diesem Gebäude gehabt, wo alles brennt. Das ist keine Lösung, nicht, weil das Baby braucht was zu essen, das wird nicht einfach. Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle, außer Jody. Ich will nur Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass ich da alles die Hosen ausziehen. Anstand und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Okay, heizen. Warm muss es sein. Bin das Zeug, was die hergebracht haben? Okay. Ich kümmere mich um die Matratze. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Atmen.
okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Komm schon, pressen. Oi, 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 oi. Ja, es ist fast da. Okay. Ist bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Sie ist da, Tuesday. Ist ja nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Dein Wort in Gottes Ohren. Ich hole jetzt die andere. Es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Die ersten ehrlichen Menschen, die uns echt mögen. Das tut dir gut. Stan, wach auf! Was zum... Oh Gott! Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich geh allein. Puh. Aber... Das... Los, raus mit dir! Die Vision, was sie gehabt hat. Was ist jetzt los? Tuesday, Tuesday and this baby, she's in the open, hell yeah!
Ja, ich werde. Wir müssen rausholen, bevor hier die ganze Bude abfällt. Komm, Jody, zieh an, gib Gas. So wie weit oben. Hallo, kletterst du darauf, bitte? Danke. Schon wieder runtergefallen. Ja, das ist diesmal eine längere Folge, weil es eben wirklich noch nicht zu einem Break gekommen ist. Und das aber auch eine sehr emotionale Folge, wie ich finde. Was willst du tun?
erzählen. Oh, Scheiße. Oh, warum machst du das? Jody! Jody! Gott! Hilfe! Fuck! Jody, komm schon! Komm schon, Jody, du packst das! Oh mein Gott! Komm schon, komm schon! Ja, komm. Ich war ja total nicht jetzt an. Ja, diese Quicktime Events sind dunkel. Sie atmet nicht. Leg den Schlauch auf Rücken! Na los, Beeilung! Oh, oh, mach alles mit drauf, ey. Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Na, tot ist es sicher nicht, das glaube ich nicht. Bitte bleib bei uns. Bleib bei uns! Geht's dir heute, Johnny? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Wie gesagt, keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit. Ja, schau doch mal kurz weiter. Du bist nicht wie alle anderen. Ich sag, das war nicht gut. Pass gut auf dich auf, Johnny. Du musst nicht daran gehen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Normale Abteilung. Das Kind braucht Wärme. Es soll Wind und ein Fläschchen haben und Kleidung wie ich. Ah, da kann man. Das ist übel unter der Brücke geboren. Du bist ein Magierin, Jody. Bin ich tot? Nö. So, meine lieben Leute, das war's wieder für eine Folge Beyond the Soul, wie ich finde, eine sehr emotionale Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.